Vielen Dank, liebe Frau Mohl, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr zu sehen, dass meine Vermutungen, die ich gegenüber den Kongressorganisatoren geäußert hatte, dass der Saal vielleicht ein Tick zu klein sein könnte bei dem Thema, sich bewahrheitet hat. Ich hätte eine Frage an das Publikum. Ich habe nämlich eine wissenschaftliche Hypothese und als Wissenschaftler möchte ich sie gleich verifizieren. Meine Hypothese ist, dass eine ganze Menge von Ihnen nicht aus dem ärztlichen, sondern aus dem Pflegeberuf stammen. Das wollen wir mal gleich feststellen. Wie viele von Ihnen stammen aus der Pflege? Mal Hände hoch. Hi. Dankeschön. Das ist über ein Drittel. Das ist also überproportional viel, wie ich mit Freuden feststelle. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Ich muss meine Interessenskonflikte offenlegen. Ich habe massive Interessenkonflikte mit der Pharmaindustrie und bin Mitglied von Medsis und das kann ich Ihnen nur empfehlen, sich diese Vereinigung genauer anzuschauen. Das ist die einzige, hoffentlich, Form der Schleichwerbung, die ich heute durchführen werde. Und man kann in Leipzig nicht reden, ohne auf Johann Sebastian Bach zu kommen. Seine Kantate »Ich habe genug« sagt uns sehr viel über den Tod aus, nicht nur über den Tod in jener Zeit. Und ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Exzerpt aus dieser Kantate tatsächlich mitgenommen und würde Sie bitten, während dieser 2 Minuten, mehr sind es nicht, über folgende Frage nachzudenken. Denken Sie bitte an denjenigen Patienten oder derjenigen Patientin in Ihrer Intensivlaufbahn, deren Tod oder dessen Tod Sie am meisten emotional mitgenommen hat, also neudeutsch Ihnen den stärksten Moral Distress verursacht hat. Denken Sie ganz intensiv an diesen Patienten zurück. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, ganz altmodisch, ohne Voting, nur mit Handheben? Bei wie vielen von Ihnen, wenn Sie an diesen Patienten zurückgedacht haben, war der Eindruck der, dass bei diesen Patienten eher zu viel als zu wenig Medizin durchgeführt worden war? Mal Hände hoch. Eine ganze Menge. Und das ist auch das Thema des heutigen Tages. Es geht tatsächlich
um das sogenannte Sterben lassen. Und dieses Sterben lassen hat allein schon statistisch eine enorme Bedeutung. Schon in der Eurostudie 2003 konnten wir feststellen, dass in Europa 2/3 aller Todesfälle absehbar sind und bis zu 50% mit therapeutischen Entscheidungen eine potenziell lebensverlängernde Maßnahme entweder nicht zu beginnen oder zu beenden verbunden war. In der Schweiz gibt es neuere Daten von 2015, da ist diese Anzahl sogar auf 58,7% aller Todesfälle zugenommen. Erschreckend dabei, 26,8% der voll urteilsfähigen Patienten waren in diese Entscheidung über Leben und Tod, sie selbst betreffend, nicht eingebunden. Und das ist eine Zahl, die sogar im Vergleich zu 2001 sich nochmal erhöht hat. Und man muss wissen, dass die Schweiz eigentlich ein Land ist, wo sehr viel Wert auf die Meinung der Patienten gehalten. Aber offensichtlich gibt es da irgendwelche Probleme. Ich befürchte, dass es nicht nur die Schweiz ist. Was Ihr Gebiet anbetrifft, Sie wissen, 50-90% aller Todesfälle aus Intensivstationen geschehen durch Sterben lassen. Und in den USA sterben 20% der Menschen, also jeder Fünfte, auf Intensivstationen. Das nur, um die Dimension dieser Fragestellung klar werden zu lassen. Sie wissen auch, dass in Deutschland jedes Jahr so um die 900.000 Menschen sterben. Und ich gebe Ihnen eigentlich jetzt schon zu Beginn die Lösung des ganzen Problems. Die Lösung und der wichtigste Wegweiser für die gesamte Arbeit in der Medizin hat uns ein Philosoph gegeben, Søren Kierkegaard, der große dänische existenzialistische Philosoph. Dieser Text hat mit Medizin überhaupt nichts zu tun, aber er passt sehr gut zu uns. Es geht um die Kunst des Helfens. Kierkegaard sagt, wenn wir jemandem helfen wollen, müssen wir zunächst herausfinden, wo er steht. Das ist das Geheimnis der Fürsorge. Wenn wir das nicht tun können, ist es eine Illusion zu denken, wir könnten anderen Menschen helfen. Wenn wir das nicht tun können, ist es eine Illusion zu denken, wir könnten anderen Menschen helfen. Jemandem zu helfen impliziert, dass ich mehr verstehe als er. Also die Frage der Kompetenz hat Kierkegaard sehr wohl verstanden. Aber ich muss zunächst verstehen, was er versteht. Tue ich das nicht, so hilft mein größeres Verständnis gar nicht. So hilft mein größeres Verständnis gar nichts. Und wenn Sie sich nur dieses eine Zitat merken, dann werde ich sehr, sehr glücklich sein, dann wird dieser Vortrag sein Ziel erreicht haben. Vor allem, wenn Sie den auch umsetzen. Also, nach Kierkegaard, müssen wir herausfinden, was die Menschen am Lebensende wollen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, die ich in meinem Buch Selbstbestimmt Sterben aufgeführt habe, zwei echte Fallbeispiele, die Ihnen so ein bisschen die Extremsituationen zeigen, mit denen wir auch in unserer Arbeit konfrontiert sind. Und als Intensivmediziner sind Sie täglich mit Extremsituationen konfrontiert. Erste Fallbeispiel. Die alte Dame hatte mit 91 Jahren immer noch dichte schwarze Haare, ungefärbt, wie sie betonte, die ihr schmales, von tiefen Falten zerforschtes, stets etwas traurig lächelndes Gesicht umrahmten. Sie litt an Eierstockkrebs in weit fortgeschrittenem Stadium mit Metastasen im ganzen Körper. Ihre Lebenserwartung betrug nur noch Tage bis wenige Wochen. Als wir zur Beratung hinzugezogen wurden, fiel uns als erstes eine am linken Unterarm tätowierte, mehrstellige Ziffer auf. Frau K. war Jüdin und hatte Auschwitz überlebt. Als einzige ihrer Familie. Sie war nach dem Krieg nach Israel ausgewandert, später aber nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hegte keinen Groll, doch über ihre Lebensgeschichte zu reden, lehnte sie höflich, aber bestimmt ab. Bei der Durchsicht ihrer Krankenunterlagen wunderten wir uns darüber, dass angesichts ihrer sehr kurzen Lebenserwartung und ihres schlechten Allgemeinzustandes noch eine starke Chemotherapie vorgesehen war. Mehr noch waren wir erstaunt darüber, dass explizit angeordnet war, Frau K. im Falle einer akuten Verschlechterung zu reanimieren, angesichts ihrer Situation ein aussichtsloses Unterfangen und das Gegenteil dessen, was die meisten Menschen unter einem friedlichen Tod verstehen.
Die Ärzte der Station baten uns, mit dem Sohn der Patientin zu sprechen, denn er würde alle Entscheidungen treffen. Der Sohn, in Israel geboren und noch immer dort leben, war orthodoxer Jude. Er erklärte uns höflich, aber bestimmt, dass sein Glaube es zwingend notwendig mache, alle medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung bis zum Schluss auszuschöpfen. Und dass seine Mutter selbstverständlich damit einverstanden sei, Diskussion zwecklos. Als es uns am nächsten Tag gelang, alleine mit der Patientin zu sprechen, lächelte sie uns an und sagte: Ich weiß, dass ich bald sterben werde. Ich weiß auch, dass diese ganzen Behandlungen mir nichts bringen außer Nebenwirkungen. Aber mein Sohn würde es nicht verkraften, wenn er nach meinem Tod den Eindruck hätte, nicht alle Möglichkeiten für meine Lebensverlängerung gefordert und durchgesetzt zu haben. Dann soll es in Gottes Namen so geschehen. Frau K. starb wenige Tage später unter einem erwartungsgemäß vergeblichen Versuch der Wiederbelebung. Und dann muss sich Frau K. in diesem Zustand der qualvollen und völlig unsinnigen Reanimation in ihrem Sterben als glücklichen Menschen vorstellen. Sie, die sie in ihrem Leben unsägliches Leid schon erlitten hatte, hatte am Lebensende noch die Kraft, nochmal unsägliches und unsinniges Leid an der Hand von Medizinern zu erleiden, um einen letzten Liebesakt gegenüber ihrem Sohn zu Ende zu bringen. Dass ihr qualvolles Sterben auch passieren konnte wegen der mangelnden Kompetenz und des mangelnden Muts ihrer Ärzte, darüber werden wir noch sprechen. Ein zweiter Fall. Herr F. war Anfang 40, als er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte. Für diese Krankheit gibt es so gut wie keine Heilungsaussichten, zumal sie in seinem Fall schon bei Diagnosestellung weit fortgeschritten war. Und leider verursacht die Krankheit aufgrund der Lage der Bauchspeicheldrüse im Oberbauch ziemlich heftige und oft schwer zu behandelnde Schmerzen. Herr F. willigte in eine kleine Operation ein, die durch eine Nervenblockade die Schmerzen verringern sollte. Er tat dies umso bereitwilliger, als er ansonsten alle Schmerzmedikamente rigoros ablehnte, die auch nur theoretisch zu einer Verringerung seines Bewusstseins hätten führen können. Das bedeutete, dass er eine Therapie mit Morphin oder anderen Opioiden bei ihm nicht möglich war, was die schmerztherapeutischen Optionen deutlich einschränkte. Es war uns nicht möglich, ihn zu überzeugen, diese Medikamente doch wenigstens auszuprobieren, da Opioide bei richtiger Dosierung die Schmerzen in aller Regel wirksam lindern, ohne sedierend zu werden. Der Einsatz von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln war ebenfalls nicht möglich. Die Begründung von Herrn F. für seine Einstellung war ungewöhnlich, aber nachvollziehbar. Er war seit vielen Jahren praktizierender Buddhist und für Buddhisten ist die Klarheit des Geisteszustands im Augenblick des Todes ein ganz entscheidender Faktor. Daher fiel es ihm nicht schwer, selbst starke Schmerzen mit bewunderungswürdiger Gelassenheit zu ertragen. Er war dem Team überaus dankbar für die Betreuung und bat wiederholt um Verständnis für seine, wie er sagte, schmerztherapeutische Sturheit. Der Gedanke an den Tod schien für ihn nichts Bedrohliches zu haben. Er verbrachte die meiste Zeit beim Meditieren und starb trotz stärkster Schmerzen sehr friedlich. Sein Bewusstsein blieb klar bis zuletzt. Dieses Beispiel zeigt uns, dass selbst der Wunsch, ohne Schmerzen zu sterben, nicht universell ist. Wir können einfach nicht davon ausgehen, dass wir eine Vorstellung haben, was der Mensch vor uns an Prioritäten für das Lebensende hat. Weil es Prioritäten gibt, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Aber es gibt Gründe, weshalb diese Prioritäten so zahlreich sind, und die möchte ich Ihnen ein bisschen darstellen. Wir haben nämlich versucht herauszufinden, was ist den Menschen insgesamt wichtig am Lebensende? Naja, zum einen muss man feststellen, auch der Wunsch, zu Hause zu sterben, ist nicht universell. Und Sie sehen in diesem Bild vom Edvard Munch, dass das Sterben zu Hause auch eine sehr dramatische Angelegenheit sein kann. Aber zumindest könnte man sich sagen, es gibt eine Sache, worüber sich alle einig sind: Kein Mensch will auf einer Intensivstation sterben. Kein Mensch? Nein. Es gibt
eine kleine Gruppe von Menschen, die sich vehement gegen diese ungerechtigte Dämonisierung der Intensivstation als Sterbeort wendet. Und diese kleine gallische Gruppe von Menschen, meine Damen und Herren, das sind Sie. Es ist tatsächlich so, ich habe in meinem Leben nur von Intensivmedizinern gehört, dass sie gerne auf Intensivstation sterben möchten. Allerdings mit einer bemerkenswerten Einschränkung. Keiner von ihnen hat mir jemals gesagt, ich möchte auf einer Intensivstation sterben. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben ausnahmslos gesagt, ich möchte auf meiner Intensivstation sterben. Und das ist natürlich interessant, denn dann geht es vielleicht doch mehr um Kontrolle. Also um die vermeintliche Kontrolle, die Sie glauben, auf Ihrer Intensivstation vielleicht über Ihr Sterben zu haben, wenn Sie sich da nicht täuschen. Aber darüber wird noch direkt zu sprechen sein. Jedenfalls haben wir, das war die Arbeit von Herrn Neudert damals in München, zumindest festgestellt, dass bei Patienten mit fortschreitenden Krankheiten der Gesundheitszustand und die sogenannte gesundheitsbezogene Lebensqualität mit dem, was die Patienten als Lebensqualität empfinden, nichts zu tun haben. Hier, das sind Patienten mit ALS, damit Hochverlateralsklerose. Alle Skalen, die den Gesundheitszustand messen, gehen über die Zeit linear runter. Aber die individuelle Lebensqualität, es gibt eine Methode, sie zu messen, die bleibt gleich. Also sind es nicht die physischen Determinanten, die besonders wichtig sind am Lebensende. Und dann müssen es die nicht physischen sein. Und was sind die nicht physischen Determinanten? Das sind Sachen wie Spiritualität, Hoffnung, Würde und auch die Wertvorstellung. Unser Psychologe Martin Feck hat eine sehr spannende Arbeit über persönliche Werte bei Palliativpatienten gemacht. Gemischte Population, Krebs, ALS, aber alle diese Patienten, ausnahmslos, hatten ein Überwiegen der selbsttranszendenten Werte gegenüber den selbstbezogenen Werten. Was bedeutet das? Es überwogen die altruistischen Werte gegenüber den egoistischen Werten. Bei allen untersuchten Patienten, das ist frappierend, denn, das wird Sie nicht wundern, in der gesunden Allgemeinbevölkerung ist es genau andersrum. Da überwiegen die egoistischen Werte. Und die Belohnung, in Anführungszeichen, dieser Patienten war, dass ihre Lebensqualität dadurch dramatisch gestiegen ist. Denn es gibt zwei Voraussetzungen ärztlichen Handelns. Und das wissen Sie eigentlich. Bei Erwachsenen ist es etwas einfacher, bei Kindern erspare ich es Ihnen, das ist extrem kompliziert. Aber bei Erwachsenen gibt es nur zwei Säulen der Rechtfertigung von jedem therapeutischen und diagnostischen Akt, von der Blutabnahme bis zur Herz-Lungen-Transplantation. Das erste ist die Indikation, das zweite ist der Patientenwille. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wenn die Indikation nicht besteht, ist der Patientenwille unerheblich. Und das wird immer wieder vergessen und falsch gemacht. Wie prüft man das? Das ist relativ einfach. Die Indikation können Sie überprüfen, indem Sie sich fragen, was ist das Therapieziel und ist dieses Therapieziel auch realistisch zu erreichen? Die erste Frage klingt sehr banal, aber wir haben eine Publikation gemacht, da haben wir festgestellt, dass wir die Hälfte der Intensivkonsile, die wir als Palliativmediziner gemacht haben, mit dieser einen Frage gelöst haben. Weil nach Diskussion die Kollegen festgestellt haben, dass kein richtiges Therapieziel mehr da war bei den Patienten. Deswegen hatten sie uns ja geholt, weil sie das Bett gebraucht haben. Nur wenn die Indikation besteht, dann können Sie sich die zweite Frage stellen, nämlich stimmt dieses Therapieziel und die geplante Maßnahme mit dem Patientenwillen überein? Und das muss man so formulieren, denn beim Zeugen Jehovas, der einen Autounfall hat, der möchte zwar schon gerettet werden, Therapieziel, aber nicht mit einer Bluttransfusion, geplante Maßnahmen. Und dann dürfen Sie die auch nicht tun. Außer er ist minderjährig, aber sonst nicht. Es gibt Evidenz dazu und die sollten wir auch sehen. Das sind zwar ältere Daten, aber die haben sich nicht viel verbessert, leider. Es geht um die kardiopulmonale Reanimation. Im Krankenhaus überleben das 41%, lebend entlassen aus Intensivstationen werden 13%, das hat sich etwas verbessert. Aber in einem Pflegeheim bei dementen Patienten überleben das nur 6,2% und entlassen lebend aus der Intensivstation werden 1% in einem schlechteren Gesundheitszustand mit einem schlechteren zerebralen Status, einer schlechteren Prognose und Demenz waren sie ja schon vorher. Das heißt, die kardiopulmonale Reanimation von Pflegeheimpatienten mit fortgeschrittener Demenz ist ein krasser Kunstfehler.
dann nehmen Sie diesen armen Menschen ihr Menschenrecht auf einen friedlichen Tod. Geschehen tut es aber immer. Und das ist sogar im Gesetz drin. Wie gesagt, man muss viel wissen, um wenig zu tun. Im neuen Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, 2009 in Kraft getreten, das sogenannte Patientenverfügungsgesetz, steht drin, was kann man machen, wenn es keine Patientenverfügung gibt. Und da steht drin, der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Das steht im Gesetz. Er und der Betreuer im Dialog erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung natürlich des Patientenwillens als Grundlage für die zu treffende Entscheidung. Auch hier ist die Indikation im Gesetz vor dem Patientenwillen gesetzt. Sie dürfen eigentlich nur über die Maßnahmen reden, nicht nur eigentlich, Sie dürfen nur mit dem Patientenvertreter über die Maßnahmen reden, die indiziert sind. Jetzt mal ehrlich, wer von Ihnen wusste das, dass das so im Gesetz drinsteht? Ah ja, so 10-15%, besser als ich gedacht hätte. Es gibt einen Grund, weshalb dieser Satz mit der Indikation so drinsteht. Ich hatte das Privileg, in der Vorbereitungsgruppe drin zu sein, und ich habe diesen Satz so formuliert. Aber er hat es tatsächlich geschafft bis zum Bundestag. Insofern bin ich da sehr glücklich drüber. Denn es ist eine völlige Banalität, das ist seit Hippokrates so, dass wir nur das machen dürfen, weil es indiziert ist. Aber es wird leider so oft falsch gemacht, dass man das besser im Gesetz nochmal wiederholt. Denn wenn die Indikation feststeht, aber erst dann kommt die Prüfung des Patientenwillens, und das ist der Maßstab des medizinischen Handelns. Und das sind ganz einfache Stufen, aber auch die werden nicht so oft klar befolgt. Erstens muss man schauen, ob es einen aktuellen Willen des aufgeklärten und einwilligungsfähigen Patienten gibt. Und wir haben gesehen, in der Schweiz wird das in über einem Viertel der Fälle nicht beachtet. Ja? Wenn es aber nicht möglich ist, wie oft in der Intensivmedizin, dann fragt man, gibt es eine Patientenverfügung, die auf die Situation anwendbar ist, dann ist sie verbindlich, dann brauchen Sie gar keinen Bevollmächtigten. Ganz wichtig, wenn eine Patientenverfügung 1:1 auf die Situation anwendbar ist, ist sie unmittelbar verbindlich und Sie brauchen keinen Bevollmächtigten. Auch keinen Betreuer. Sie müssen die sofort umsetzen. Wenn sie aber unklar ist oder wenn es gar keine gibt, dann geht es um den mutmaßlichen Willen. Und der ist natürlich schwieriger zu erstellen. Muss man aus früheren Äußerungen, aus Wertvorstellungen mit Hilfe des Patientenvertreters und der Familie ermitteln. Wenn das aber auch nicht geht, und da gibt es Fälle, wo es nicht geht, dann gibt es keine Entscheidung mehr. Warum? Die Entscheidung zum Wohl des Patienten bedeutet, dass die medizinisch indizierte Maßnahmen durchzuführen ist. Aber wenn die Maßnahme nicht indiziert wäre, dann hätten Sie ja diese ganzen Flussdiagramme gar nicht machen dürfen. Also gehen wir davon aus, dass Sie das richtig gemacht haben, dass die Maßnahme indiziert ist. Und wenn Sie dann keine Informationen haben, ist genauso wie in der Nothilfe, dann müssen Sie die indizierte Maßnahme durchführen. Eigentlich gar nicht so schwierig, aber Sie haben keine Vorstellung, wie oft das falsch gemacht wird. Ja, und wie ermittelt man den mutmaßlichen Patientenwillen? Intensivmediziner wie Palliativmediziner sind Pragmatiker. Sie möchten jetzt wissen, wie mache ich das? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Man versucht natürlich, sich dem zu nähern. Und das ist ganz wichtig, dass man den Angehörigen nicht sagt, was sollen wir machen, sondern dass man den Angehörigen sagt, das Gesetz und auch der ärztliche Ethos gibt uns zur Aufgabe, Ihnen und mir im Dialog herauszufinden, was würde der Patient antworten, wenn er im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte wäre und wir ihn jetzt fragen könnten und ihn aufklären könnten? Das ist eine ganz andere Frage und ist auch viel weniger belastend für die Angehörigen, als wenn sie sagen, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir abschalten oder nicht? Das ist ja, ehrlich gesagt, sogar eine Körperverletzung, wenn Sie das so fragen. Ja? Weil das ist eine Riesenbelastung für die Angehörigen. Ja, und ich habe einen kleinen Schema entwickelt aus der Basis der Erfahrungen in meiner eigenen Familie. Also, ich bin Neurologe, also habe ich zum Beispiel eine Schlaganfall. Ja? Schlaganfall, Patient kommt hat einen schweren Schlaganfall und Sie fragen, Sie möchten wissen, so wie, was ist sein realistisches Best-Case-Szenario? Ja? Also, was kann er maximal noch an Reha-Potenzial haben? Ja? Also, da oben ist sozusagen ganz gesund und unten ist tot. Und Sie holen den Neurologen, der Neurologe bittet Sie, 20 verschiedene Zusatzuntersuchungen durchzuführen und legt sich anschließend nicht fest. Aber das wissen wir. Das darf ich sagen, weil ich Neurologe bin. Das
passen. Ja, Sie kennen das ja. Jemand mit einem strandet mit einem Heißluftballon auf einer Wiese, da ist eine Straße, da kommt ein Auto, er hält das Auto an und der Mensch kommt raus und er sagt, ja, Entschuldigung, wo befinde ich mich hier? Und der Autofahrer sagt, ja, Sie befinden sich auf einer Wiese, Sie sind offensichtlich gerade gestrandet mit einem Heißluftballon, da hinten ist ein Fluss und vorne sieht man in der Ferne eine Stadt und hier ist mein Auto. Stopp, sagt der Heißluftballonfahrer, sind Sie Neurologe? Der verdutzte Autofahrer sagt, ja, woher wissen Sie das? Sie sagen eine ganze Reihe extrem richtiger Dinge, die überhaupt nicht weiterhelfen. Wie gesagt, das kann ich ja nur sagen, weil ich selber Neurologe bin. Aber jetzt haben Sie mal einen Neurologen, der sich festlegt und der sagt, so, Best Case Scenario ist hier, mittelschwere Behinderung, auf Hilfe angewiesen, aber ein bisschen Kommunikation noch möglich, so ein Mittelzustand. Gut. Und jetzt kommt die Mindestanforderung des Patienten. Das ist das, was Sie fragen müssen, den Angehörigen. Was wäre das Mindestanforderung an das Best-Case-Szenario, was der Patient haben möchte, um weiter behandelt zu werden? Beispiel 1 ist meine Mutter. Meine Mutter hat einen Horror vor jeglicher Form von Behinderung. Sie möchte ein sehr hohes Best-Case-Szenario, um weiter behandelt zu werden. Mein Vater würde sich im Wachkoma noch Herz transplantieren lassen, also sein Best-Case-Szenario ist sehr niedrig. Ja? Es ist nur wichtig, ich bin natürlich der Bevollmächtigte von beiden, also wenn dieser Patient hier meine Mutter ist, dann muss eine Therapiezieländerung durchgeführt werden, meine Mutter muss extubiert werden und alle lebensverlängernden Maßnahmen müssen eingestellt werden. Bei meinem Vater muss weiter behandelt werden, solange eine Indikation besteht. Eingeschränkt. Und das zeigt einfach, der Wille des Bevollmächtigten ist unwichtig, aber es können selbst innerhalb einer Familie dramatische Änderungen sein. Wie sieht die Realität aus? Mein Kollege Ralf Jochs hat eine schöne Studie gemacht in einer deutschen Intensivstation, fast 200 Pflegende und Ärzte, festgestellt, ungefähr einmal pro Woche mindestens stellt sich die Frage des Sterbenlassens. 36% der Assistenzärzte haben Angst vor rechtlichen Folgen, was bedeutet, es gibt auf deutschen Intensivstationen 36% ehrliche Assistenzärzte und unzufrieden mit dem Entscheidungsprozess sind mehr oder weniger alle, standardisierte Dokumentation gibt es keine. Interessant ist die Bereitschaft zur Therapiebegrenzung. Das ist deswegen sehr interessant, weil also bereit zu sein, jemanden nicht zu reanimieren, kein Problem. Katecholamine wegzulassen, auch okay. Dialyse, auch okay. Antibiotika, schon ein bisschen weniger. Beatmung oder Ernährung kommt nicht in Frage. Und Dehydrierung abzustellen, ja, sind Sie denn wahnsinnig geworden? Ethisch und rechtlich gibt es zwischen all diesen Therapien keinen Unterschied. Ich wiederhole, keinen Unterschied. Es sind alles medizinische Therapien, und sie müssen alle unterbleiben, wenn entweder die Indikation nicht mehr da ist oder der Patientenwille entgegensteht. Das ist ein häufiges Problem auf Intensivstationen, weil ja Ernährung und Hydrierung eine emotionale Valenz haben. Aber es ist ein psychologisches Problem, kein rechtliches, kein ethisches. Und schließlich ist natürlich das interprofessionelle Kommunikation zwischen Ärzten und Schwestern. Das waren sehr interessante Ergebnisse. Also wir haben gefragt, grün sind die Ärzte, blau die Schwestern und dunkel sind die Oberärzte oder Stationsleitungen und hell sind die Assistenten oder die Pflegenden. Gut, sind Sie zufrieden mit der interprofessionellen Kommunikation, die zu dieser Entscheidung am Lebensende geführt hat? Die Ärzte sind durchaus zufrieden, die Pflegenden ein bisschen weniger. Sind Sie denn mit der Entscheidung zufrieden? Die Ärzte sind unverändert zufrieden, die Pflegenden weiterhin ein bisschen weniger. Waren denn die Pflegenden überhaupt involviert? Also da sagen nur die Leitenden, dass sie ein bisschen involviert waren, aber die Jüngeren wirklich gar nicht. Aber die Knackfrage war, ja, war es denn letztlich eine einsame Entscheidung des Oberarztes oder war das Team involviert? Die Oberärzte sagen, nein, nein, das Team war involviert, aber alle anderen... Also da kann man vielleicht so ein bisschen etwas sehen, dass interprofessionelle Kommunikation durchaus verbesserungsbedürftig ist. Das war eine sehr einfache Studie. Ja. Machen wir uns nichts vor, es gibt auf Intensivstationen, in der Onkologie, in der Neurologie, überall in westlichen Krankenhäusern
massive, flächendeckende Übertherapie. Und die hat viele Ursachen. Mangelnde Information, mangelnde Daten, ja, das haben Sie ja vorher gesehen. Mangelnde Kommunikation, wurde auch gezeigt. Innerer Druck, Versagensängste von den Ärzten, aber auch ganz massiver Druck von den Patienten und von den Familien. Es ist nicht einfach zu sagen, wir hören auf, wenn die Familie sagt, ich verklage sie wegen Mord. Kommt ja immer wieder vor. Allerdings sage ich dann immer meinen Studenten, die mir immer diese Frage stellen, naja, wenn sie einen einfachen Job haben wollen, dann sollten sie zur Post gehen. Sicher nicht auf die Intensivstation. Und schließlich, und das muss man einfach immer wieder betonen, gibt es flächendeckende, fürchterliche, skandalöse finanzielle Fehlanreize im Gesundheitssystem, die mit für die Übertherapie verantwortlich sind. Gut, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Sie haben so lange geduldig zugehört, Sie wissen jetzt, was die drei wichtigsten Voraussetzungen für gute Entscheidungen am Lebensende sind. Erste Voraussetzung ist? Genau, Kommunikation. Als ich jünger war, hatte ich ein total witziges Dia hier. Ich hatte nämlich erstens Kommunikation, zweitens Kommunikation, drittens Kommunikation. Das habe ich geändert im Laufe des Lebens. Denn es kommt noch etwas anderes hinzu, was natürlich genauso wichtig ist für die Kommunikation, nämlich die Kompetenz. Kommunikation ohne Kompetenz ist unsinnig. Kompetenz ohne Kommunikation ist gefährlich. Deswegen brauchen Sie beides. Und als drittes kommt natürlich wieder die Kommunikation. Das ist ein Beispiel hervorragender Kommunikationskompetenz und Fachkompetenz. Before we try assisted suicide, Mrs. Rose, let's give the aspirin a chance. Das ist aus dem New York. Ja, und wir sollten tatsächlich vielleicht etwas intensiver zusammenarbeiten, Palliativmedizin und Intensivmedizin, denn es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Meta-Analysen, die zeigen, dass eine gute Kollaboration zwischen Palliativmedizin und Intensivmedizin zur kürzeren Aufenthaltsdauer der Patienten, geringere Kosten, bessere Symptomkontrolle, paradoxerweise sogar längeres Überleben, nicht nur bei Krebspatienten, sondern sogar auf der Intensivstation führt, ja, wenn man palliativ arbeitet. Ja, eine höhere Zufriedenheit der Patienten, Angehörige und Mitarbeiter. Und da könnte man die Hypothese machen, dann gibt es weniger Moral Distress, wenn man mit Palliativ zusammenarbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt. Aber erst einmal gibt es eine unerwartete Überraschung ganz am Anfang. Das habe ich in einem sehr netten Paper aus einem Nursing Journal 2018, ganz neu. Da wurde eingeführt auf Intensivstationen die Möglichkeit, nicht nur Intensivstationen, das ganze Krankenhaus, die Möglichkeit für Pflegende, eigenständig Palliativkonsile anzufordern an den Ärzten vorbei. Geniale Idee, kann ich jedem Krankenhaus nur empfehlen. Wir machen das auch in Lausanne. So. Und was passierte? Nach dieser Einführung stellten die Pflegenden fest, erstens, dass sie eine suboptimale Pflege wegen ökonomischen Druck machen und dass diese Zahl erhöhte sich von 14% auf 21% der Pflegenden, die das festgestellt hat, nach dem Palliativkonsil. Dass sie Pflege machen für Patienten, für die sie nicht adäquat ausgebildet sind, da waren es sogar dreimal so viele, die das gesagt haben. Und dass die Kollegen, vor allem auch die ärztlichen Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiten, auch nicht so wahnsinnig kompetent sind in diesem Bereich, da hat sich der Prozentsatz verdoppelt. Durch einen Input an Palliativwissen, der Moral Distress verstärkt. Warum? Weil man nicht weiß, was man nicht weiß. Und das kann einem zum Teil schützen. Ja? Wenn man plötzlich weiß, was man nicht weiß und weiß, was man alles falsch macht, dann tut es erstmal weh. Aber dieser Schmerz ist sehr positiv, der kann die Motivation sein, daraus etwas zu machen und das zu verbessern. Und das ist dann auch in diesem holländischen Universitätskrankenhaus passiert. Aber diese Initialergebnisse fand ich sehr spannend. Ja, und wir kommen jetzt zum Schluss. Alles hat ein Ende. Die Bach-Kantate, dieser Vortrag und unser Leben. Und deswegen schenke ich Ihnen, dank der Großzügigkeit der Kongressleitung, noch anderthalb Minuten vom Schluss der Bach-Kantate und bitte Sie, es gibt nämlich noch eine Form der Kompetenz, die Sie unbedingt brauchen,
Ich bitte Sie, während dieser anderthalb Minuten über die Frage nachzudenken, wie möchte ich sterben? Nicht wo möchte ich sterben, weil das weiß ich ja schon, sondern wie möchte ich sterben? Wer soll dabei sein? Was ist mir da wichtig? Wie möchte ich vielleicht auf mein Leben zurückschauen? Sie sind völlig frei. Und Johann Sebastian Bach hilft uns dabei. Ich hoffe, Sie haben gemerkt beim Nachdenken, dass die Antwort auf die Frage, wie möchte ich sterben, gleichzeitig die Antwort auf die Frage ist, wie sollte ich leben? Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie diese Kompetenz der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit weiterentwickeln können. Sie ist eine unabdingbare Voraussetzung für Ihre Arbeit. Ich schließe mit diesem Bier. Das ist eine Metapher. Das sind die Hände eines Patienten, eines ALS-Patienten, in den Händen eines Arztes. Das Ganze in einem Labortropf. Es symbolisiert die unbedingte Notwendigkeit eines stringenten wissenschaftlichen Ansatzes. Den brauchen wir in der Palliativmedizin wie in der Intensivmedizin gleichermaßen. Aber das Ganze ist nichts wert ohne dem, was man im Begriff Palliative Care, auch Intensive Care, findet. Palliative Care wird nicht übersetzt, weil es unübersetzbar ist. In dem Wort Care ist der lateinische Stamm der Caritas. Caritas ist übersetzt die Nächstenliebe. Also kann man das nicht übersetzen, man könnte es vielleicht umschreiben als die liebevolle Fürsorge. Ja, Osler sagte, the secret of the care of the patient is in caring for the patient. Die liebevolle Fürsorge, die wir den Patienten, unseren Patienten und ihren Familien schulden, aber nicht nur. Wir machen alle einen sehr schweren Job. Und wenn wir ihn gut und lange machen wollen, dann schulden wir diese liebevolle Fürsorge auch unseren eigenen Familien und uns selbst. Ich danke Ihnen.